Servus, da ist wieder Felix, hallo. Ich habe euch schon einige Videos gezeigt hier, wie wir den Rucksack halt mit unserem Plastik, wo wir recyceln. Heute möchte ich euch den Rucksack mal zeigen, in echt. Wir haben eigentlich einen Basisrucksack in drei Größen, 25, 35, 50 Liter. Wir verwenden für unseren High-End Alpin Wanderrucksack ein spezielles Material aus Amerika. Das heißt X-Pack, das ist super robust. Hat hier ein Bild, ein kurzes. Super robust, wasserfest, als Material selber ist wasserdicht. Und ja, für den extremen Einsatz. Genau, 25, 35, 50 Liter. Zwei Farben, weiß und schwarz. Zum Rucksack selber, wir haben im vorderen Bereich, das nennt sich Cordura Mesh, das ist leicht, auch wieder robust. Hier könnt ihr Jacke, Wanderstöcke oder einen Snack reingeben, oder Regenjacke zum Beispiel, der Fallstöcke platzieren. Die Steigeisen geht natürlich auch. Seitlich haben wir Netztaschen, also robuste Netztaschen. Hier könnt ihr auch Trinkflaschen, würden sie gerne zwei reingehen, auch wieder Jacke, Snacks platzieren. Des Weiteren haben wir seitlich ein Dyneema, eine Dyneema-Rebschnur, die ist also unzerstörbar, halt, ich glaube 300 Kilo auf Zug. Beim 35 Liter und beim 50 Liter haben wir zusätzlich noch einen Hüfter dabei. Den könnt ihr einfach einschieben. Wenn ihr diesen nicht braucht, haben wir einen speziellen, also einen Leichthüftgurt. Der könnt ihr ganz einfach auch ausfädeln oder ausmachen. Mit dem Honig verwenden könnt ihr noch Gewicht sparen. Gewicht, der hat 53 Gramm, der hat 400 Gramm. Der hat 450 Gramm. Oder der war eigentlich falsch. Ja, ich glaube, 500 Gramm, 450 und 400 Gramm. Genau, das sind die richtigen Gewichtsangaben. Der Verschluss ist ein Rolltopverschluss. Den könnt ihr ganz einfach anpassen. Ihr könnt ihn auch füllen bis oben, das ist der 50 Liter Rucksack. Könnt ihr bequem zusammendrehen. Und jeder Rucksack hat noch eine Befestigung oben. Da könnt ihr wieder Isomatte, Schlafsack, Zelt befestigen. Einfach hier einfädeln. Hier einfädeln. Könnt ihr wieder irgendwas, wie gesagt, Jacke, Schlafsack. Die Hanno Vera hat eine Frage bezüglich der Lüftung beim Rücken, beim Tragen, wie das aussieht. Unser Rücken ist Vollkontakt, also ohne Polsterung. Wieso ohne Polsterung? Weil es ergonomischer ist, der Schwerpunkt muss am Rücken sein beim Wandern, dass ich das mache. Also alle meine Rucksäcke seit 20 Jahren haben keine Polsterung. Das ist einfach, wenn du am Klettern bist, wenn du Kletterpassagen hast, oder dann hast du einfach deinen Schwerpunkt am Rücken und du kannst dich nicht verkühlen, wenn jetzt ein kalter Wind hinten durch bläst. Genau, das ist auch noch ein Vorteil. Und schwitzen tut ja jeder, weil wenn du nicht schwitzen magst, dann kannst du schlecht zu Hause bleiben, oder, würde ich jetzt sagen. Aber darum macht das nicht viel Sinn bei uns. Und wegen dem Gewicht natürlich auch, jetzt bei diesen Rucksäcken. Zum Rücken, wir haben im Rückenteil ein Sitzkissen integriert. Das versteift zugleich den Rucksack und das Sitzkissen, genau.
wie im Video davor gezeigt, machen wir das aus Plastikmüll. Also wir pressen die Platte, schmelzen sie, pressen sie und können dadurch 300 Gramm Abfall recyceln. Und dadurch haben wir die perfekte Rückenplatte und ja, ist ideal für den Rucksack. Wenn man jetzt das nicht braucht, dann, wenn man noch Gewicht sparen will, dann lässt man die Semmel weg und fertig. Und auch im Hüftgurt haben wir auch eine Platte mit eingenäht. Ja, nehmt einfach Last ab, wenn ihr über 10 Kilo im Rucksack habt, könnt ihr den mitgelieferten Hüftgurt verwenden beim 35er und beim 50er. Ist auch möglich beim 25er, aber da macht es keinen Sinn, weil ihr da nicht keine 10 Kilo reinpackt in 25 Liter. Also beim großen Punkt. Genau. Ben hat auch noch eine Frage bezüglich der Wasserdichtheit. Er fragt, ob es denn möglich wäre, das Ganze auch im Winter bzw. im Schnee liegen zu lassen. Im Schnee, also ja, ist kein Problem im Schnee. Jetzt ist halt die Frage, was für ein Schnee das ist. Wenn es ein nasser Schnee ist, dann würde ich jetzt speziell ein Dryback dazu verwenden, wenn er jetzt länger im Schnee liegt. Wie gesagt, das Material ist wasserdicht. Nur die Nähte, wir haben so einen speziellen Faden verwenden wir, der macht die Nähte fast wasserdicht. Also da muss länger den Wasserdruck, ja, wenn der Rucksack einem längeren Wasserdruck, sagen, ausgesetzt ist, dann würde ich ein Dryback dazu empfehlen. Das macht einfach Sinn, also sind wir da zusätzlich geschützt, genau. Wir können den Rucksack nicht hundertprozentig wasserdicht machen, weil das bräuchten wir, ich glaube, extra 5 Stunden für den Rucksack. Und das Tape, was wir dazu verwenden müssten, es gibt noch gar keines auf dem Markt, was gut ist. Ja. So, was gibt es noch für coole Features in unserem Rucksack? Genau, was ich noch zeigen will, ist unser Brustgurt, wo wir selber entwickelt haben. Das ist der Verschluss, der kommt aus dem 3D-Drucker, aus recyceltem Plastik. Die könnt ihr einfach ausfüllen und könnt ihr platzieren, wo ihr gerne hättet. Genau. Und natürlich, die Träger sind alle gut gepolstert. Hat einen Schwerlastzug, wenn ihr mehr Equipment drin habt. Genau, wenn jemand noch eine Frage hat, könnt ihr gerne mir das stellen. Ja. Aber ich habe jetzt schon den Rucksack 4 Monate im Einsatz und ich bin begeistert selber. Jeden Tag fürs Fahrrad zum Wandern und ja, ist echt super. Genau. Und wie gesagt, wenn ihr den Rucksack wasserdicht machen wollt, also 100% wasserdicht machen wollt, dann könnt ihr einfach so ein ultraleichter Dynamo-Dryback dazu verwenden, der hat 20 Gramm. Der ist super reißfest, der geht nicht, also das schaut nur nicht stark aus, aber der ist unzerstörbar. Genau. Und würdet uns freuen, wenn ihr uns unterstützt, weil genau, wir machen wie Herr Götzis zu 100% unsere Schneiderinnen sind da jeden Tag voll dabei. Haben wir noch eine Frage, Tobias? Es gibt aktuell keine Frage. Die Belüftung haben wir und das Wasserdichte haben wir auch. Eventuell wäre es noch interessant für unsere Zuschauer, wie gelangen Sie denn zu so einem Produkt? Was müssen Sie machen, dass Sie sich so ein Produkt kaufen können? Ihr könnt ihr einfach bei uns im Onlineshop bestellen und ja, also da jetzt die Nachfrage ziemlich groß ist, brauchen wir circa Lieferzeit von 5 Tagen, ja, 5 bis 7 Tagen habt ihr im Haus. Wenn ihr euch nicht gefällt, könnt ihr ihn auch zurückschicken, aber bis jetzt 90% hat ihn behalten, muss ich sagen, und das Feedback ist echt super. Ja. Und wir machen, wie gesagt, unsere Näherinnen sind 10 Stunden dran an so einem Rucksack, also das ist nicht irgendein Produkt,
Da ist viel Liebe und Arbeit dahinter.